Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim Anderil. Wir befinden uns bei der alten Wassermühle, wo wir Mrs. Troller treffen, die einen Typen in ein Bild verzaubert hat. Und jetzt werden wir entscheiden, was wir mit ihr machen. Übrigens ist ein bisschen auffällig, dass neben mir jemand tot erhängt wurde, ne? Aber wollen wir mal nichts sagen. Sie ist ja eine nette alte Dame. So, gehen wir mal rein und hoffen, dass wir sie nicht direkt bekämpfen müssen. Und dann schauen wir mal. Oh Gott, bitte töte mich nicht einfach. Bitte tu alles, was du willst, aber töte. Oh Gott, da hinten ist ein Feind. Was ist da hinten ein Feind? Hä? Sag mal. Wo kommt der Sound her? Ist das echt der Sound des Spiels? Tatsächlich. Das kommt mir gar nicht vor, als wäre das Enderin-Musik. Mod-Konfiguration? Sky UI. Na, wenn das nicht meine neue Freundin ist. Und? Fündig geworden? Könnte man so sagen. Und ich weiß, dass ihr mit euren Bildern Menschen ermordet. Oh, welch drastischer Vorwurf. Und wer hat euch zu dieser Erkenntnis verholfen? Der verschollene König aus Althinter-Aranat? Oder doch nur ein Zug Friedenskraut zu viel? Spar dir die Sprüche. Sie weiß alles. Macht einfach kurzen Prozess mit ihr. Na schön. Ich schätze, weiter um den heißen Brei herumzureden, macht wirklich keinen Sinn mehr. Also, wie soll ich es formulieren? Unser arasialischer Freund dort im Gemälde hat recht. Ich habe diese Schnösel aus der Oberstadt auf dem Gewissen. Und wisst ihr was? Ich fühle keine Reue. Jeder einzelne dieser Bastarde hat es verdient zu sterben. Und warum? Glaubt ihr, ich habe diesen Ort aus Zufall für meine Werkstatt gewählt? Er ist der Beweis dafür, wie verdorben dieses Land doch wirklich ist. Tausende von Frauen und Männern abgeschlachtet, weil sie einer Frau folgten, die es wagte zu sagen, dass diese ach so heilige Gesellschaft nichts als eine Lüge ist. Der Pfad, Wegestreue, es sind nichts als geistige Fesseln, damit die Armen arm und die Reichen reich bleiben. Wer sind wir, um unser Schicksal anzuzweifeln? Nur Malphas allein weiß, wofür wir berufen sind. Merkt ihr etwas? Das ist Tyranneninal. Für friss Scheiße oder stirb. Balrak, was soll der Mist? Bring sie einfach um! Habt ihr auch nur den blassen Schimmer, wie viele Menschen dieses Weib auf dem Gewissen hat? Sagt der Hexenjäger aus Arasial. Wart ihr auch dabei bei der Reinigung, frage ich mich? 8212. Wie viele Nomadenkinder habt ihr getötet, nur weil sie die Dreistheit besaßen, die Götter ihrer Ahnen und nicht die Lichtgeborenen anzubeten und darüber hinaus noch über magische Gaben verfügten? Ich hoffe, sie haben gut bezahlt. Ihr tötet sie einfach, verdammte Scheiße! Tötet! Besser so. Ich weiß, dass ein paar tote Halsabschneider in Seidengewändern nichts auf Dauer ändern werden. Aber es ist zumindest ein bisschen Gerechtigkeit für die armen Seelen, die Tag ein, Tag aus in der Pechgrube vor die Hunde gehen. Tja. Was soll ich sagen, Freunde? Ich bin auf ihrer Seite. Was meintet ihr mit dem, was ihr eben zu dem Söldner gesagt habt? Reinigung? Ich meinte das, was ich gesagt habe. Diese Hexenjäger aus Arasial. Es sind nichts als Barbaren, die für genügend Groschen sogar einem Kleinkind die Kehle durchschneiden würden. Auch wenn dieser Jammerlappen nicht den Eindruck macht. Ihr bringt also diese Adligen dazu, sich von euch porträtieren zu lassen. Und was verflucht sie dadurch? Das habt ihr schön gesagt, mein Kind. Ja, das tue ich. Aha. Also behauptet ihr allen Ernstes, diese Morde sind für eine gute Sache? Rache für die Armen oder wie soll ich das verstehen?
Ich schätze, das hängt davon ab, wie ihr es verstehen wollt. Was nun? Tja, so wie ich das sehe, gibt es nur zwei Arten, das hier zu beenden. Nummer eins, ihr gebt mir das Gemälde, ich finde eine endgültige Lösung dafür und wir leben glücklich bis ans Ende unserer Tage. Nummer zwei, ihr macht einen Fehler und werdet sterben. Mich zu herauszufordern ist übrigens keine gute Idee. Mit endgültiger Lösung meint ihr vermutlich, dass ihr Rüst töten werdet. Für das Wohl aller, ja. Wie vorher weiterleben, was? Wie vorher weiterleben bedeutet in dem Fall, dass ihr weiter Adlige porträtiert? Vermutlich, aber das wird sich zeigen. Vermutlich. Soll ich es wagen? Ene, mene, miste, was krabbelt in der Kiste? Ene, mene, mu, und raus bist du. So, na schön. Tut, was ihr müsst. Vermutlich ist es besser so. Das ist es. Glaubt mir. Ich bin sowieso auf ihrer Seite. Und ich hab geschummelt. So, das war's dann wohl. Und nun? Tja, erstmal sollte ich euch vermutlich danken, was? Für einen Augenblick dachte ich, ihr würdet wirklich auf diesen Kindermörder hören. Und ansonsten... Wie bereits gesagt, denke ich, das Klügste wäre, wenn wir einfach alle so weitermachen wie bisher. Ihr geht nach Ark, gebt Erika etwas Geld von mir und die Kunde, dass es mir gut geht und ich weiter munter Bilder male. Sie... würde die Wahrheit nicht gut aufnehmen, glaube ich. Was meint ihr? Haben wir eine Abmachung? Haben wir aber nur unter der Bedingung, dass ihr mit diesen Bildern aufhört? Haben wir? Warum kehrt ihr nicht einfach nach Ark zurück? Eure Tochter vermisst euch. Vielleicht werde ich das eines Tages... Aber ich weiß nicht. Nicht jetzt. Und ganz ehrlich, bei dem, was man derzeit aus Ark hört, mit diesem roten Wahnsinn und so weiter, wäre Erika vielleicht besser beraten, wenn sie hierher kommen würde. Wisst ihr, so blutig die Geschichte dieses Waldes auch ist, hier ist es ruhig. Und ich bin zu alt für diese Hektik. Aber egal, wie sieht es aus? Haben wir eine Abmachung? Hätte ich die Wahl, Geld zu nehmen, würde ich Geld nehmen. Wieso soll sie damit aufhören, ganz ehrlich? Mach weiter. Na, das ist doch schön. Hier, nehmt das und gebt es ihr. Das sollte erstmal genügen. Ich werde in ein paar Monaten einen Boten schicken, wenn sie wieder Geld braucht. Und das hier ist für euch. Ich denke, so viel bin ich euch schuldig. Jetzt nehmt es nicht persönlich, aber ich wäre über etwas Ruhe dankbar. Gold, Diamantamulett und Adrianas Münzbeutel. Ich dachte, ich krieg das Zeug selber. Ich hätte das gerne behalten. Kann ich sie anlügen, dass sie kein Geld hatte? Ich will doch nur Geld. Mehr will ich nicht. Ich würde morden für Geld. Ja, zurück ins Düstertal, zurück nach Ark, Quest abgeben und freuen, dass wir uns aus diesem High-End-Gebiet verpissen werden. Denn das ist mir eindeutig ein bisschen zu viel, muss ich dazu sagen. Ich meine, ich komme klar, keine Frage, aber... Ich meine, man muss es nicht übertreiben. Wenn ich hier noch ein bisschen rumlaufe, bin ich einfach OP für die kleinen Gebiete. Und das wollen wir alle nicht. Nicht wahr? So. Da, in die Richtung. Nein! Halt, stopp! Oh komm, wir gehen mal dahin. Ich glaube, da ist ein R dran. Und vielleicht finden wir das ein oder andere noch. Meine Markierung? Markierung? Hallo? Hab doch Markierung gesetzt. Willst du mich verarschen, sag mal? Ach da. Da versteckt sich's. Ich würde aber ehrlich gesagt ungern irgendwelche Gebiete betreten, für die ich eigentlich nicht geeignet bin. Ich versuche es hinzukriegen, ich kann aber nichts versprechen. Beziehungsweise ihr würdet euch wahrscheinlich freuen, wenn ich in irgendwo hingehe, wo ich sterbe. Ich will es nicht. Hallo? Nein, ihr habt mich nicht gesehen.
Ach du heilige Scheiße. Du trägst aber viel, mein Freund. Ja, lauf weg. Ups. Ach, du kommst hier nicht an, kleiner Lappen. Und der freut sich auch da oben, ne? Das ist aber gut. Hey, du kommst hier nicht an, sag dich. Da kommt noch ein dritter. Das ist wirklich viel XP, die wir hier bekommen. Nein, das wollte ich ja nicht mitnehmen. Ich bin überladen. Lass mich bitte in Ruhe. Jetzt spring doch, verdammt! Spring! Nein, nicht töten! Bitte nicht töten. Ich sagte nicht töten! Bitte nicht! Er kommt hier hoch! Wir schleichen uns da durch. Ich bin überladen, ich muss zurück in die Stadt und Sachen verkaufen. Das bringt rein gar nichts. Dreck! Aber der andere Weg ist mir zu weit. So. Schleichen wir uns halt einfach durch. Ist auch kein Problem, ich bin der Schleichmeister. In vielen Sachen bin ich der Meister. Ich bin der Backmeister, ich bin der Schleichmeister, ich bin der Meister des Sterbens. Das sind meine drei Fachgebiete. Passen nicht alle wirklich zusammen, aber egal. Also, ich bin noch gar nicht da. Jetzt zieht euch. Ich mag euch nicht. Da sind zwei Myran-Türme. Wo ist ein anderer? Hä? What is hier los? Also, das eine ist kein Myran-Turm. Das ist wahrscheinlich ein normaler Turm. Da ist irgendwas. Bewegt es sich? Ah, das ist so ein blauer Pilz. Du bist aber groß geworden. Ace-Pranke, davon habe ich wahrscheinlich wieder ein paar, ne? Sehr schön. Alter, ich muss aus diesem Gebiet hier raus. Das ist mir doch ein bisschen zu heftig. Und ich vermute mal, diese Treppe wird uns direkt dahin führen. Das ist wirklich der einfachste Weg derzeit, um zum Turm zu kommen. Oder schnellste sogar. Falls ich nicht angegriffen werde. Danke. Runengroßschwert, der Pfad, Buch 5. Oh, du bist's nur. Jag mir keinen Schrecken ein, Dude. Myran-Turm. Okay, Hilfe! Ich lebe mich nicht mit diesen komischen Schneewölfen an. Vor allem, das ist nur ein junger Schneewolf. Also meint ihr, was ein alter Schneewolf mit mir macht? Der zerfetzt mich doch. Hilfe! 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 Bitte lasst mich rein. Myran-Turm. Heilige Scheiße, ja. Oh! Oh! Ich sagte, hilf mir! Du! Du was! Oh, super, Fäuste. Weißt du, ist hier komplett alleine und hat Fäuste. Oh, du tankst für mich, ne? Du musst ja eigentlich quasi unsterblich sein. Ach cool, keine Erfahrung für mich. Doch, doch.
Okay, wir kommen hierher zurück, wenn wir die Erfahrung haben. So viel zu tun. Schreitet wohl. Wohin soll's gehen? Sicher doch. Ark, bitte. Wohin soll ich euch bringen? Einfach nach Ark. Bring mich zurück in die Heimat. Bitte. Ich will nicht mehr. Ich will einfach nur chillen. Ich spiele dieses Spiel, um zu chillen. Ist das schrecklich. An bestimmten Punkten im Spiel habt ihr die Möglichkeit. Wieso lese ich jedes Mal die Tipps, wenn ich Langeweile habe? Ich weiß es nicht. Malfass zum Gruß. Malfass zum Fass. So. Dann gehen wir erstmal die Quest ab. Wir haben ja noch eine andere. Gehend, zufrieden, erschöpft. Wie kann man denn erschöpft und zufrieden sein? Dinge, die der Zero nicht versteht. Komische Menschen. Schluck auf. Muss mal ganz kurz bei WhatsApp antworten. Madame? So. Ich wurde angemacht inzwischen, oder? Kann das sein? So. Zurück. Kann ich hier durch? Kann ich hier hoch? Kann da hoch. Ich kann nicht da hoch, das ist eine unsichtbare Mauer. Wir haben dran gedacht. Die Schweine haben einfach dran gedacht. Na gut. Ah, ich dachte, da können wir rein. Malfass zum Gruß. Ja, ja. So, Südviertel. Wir müssen wahrscheinlich... Ach, es ist Nacht. Okay. Jetzt hätte ich jetzt gesagt, wir müssen wahrscheinlich zu ihr. Was auch klar ist, aber es ist wahrscheinlich abgesperrt. Dann rede ich mit ihr, gebe ihr das Geld und dann kommt die Wache und verhaftet mich. Das ist Skyrim, Freunde. Die Logik von Skyrim. Hm? Nein, doch nicht. Alles gut. Hätte schwören können, dass es abgesperrt ist. Also bei diesem Bild sieht man definitiv, dass die gefangen worden sind. Das hängt mir hier auch ein bisschen zu oft rum. Geselle, ernsthaft? Ich will doch nur zu dir rein, um die Quest abzugeben. Mann! Ja? Gibt's was Neues? Ja, und eurer Mutter geht es gut. Hier, das hat sie mir für euch gegeben. Wirklich? Zeigt her. Tatsache, das ist einer ihrer Groschenbeutel. Da fällt mir wirklich ein Stein vom Herzen. Tausend Dank für eure Hilfe, wirklich. Ich weiß nicht, was ich ohne euch getan hätte. Was ist mit den Gemälden? Wann wird sie wieder liefern? Hat sie etwas dazu gesagt? Sie meinte, sie hätte genug vom Malen. Sie will sich anderen Dingen widmen. Die sollten nicht lange auf sich warten lassen. Ja, die sollten nicht lange auf sich warten lassen. Sie meint, sie hätte einfach nur eine Pause gebraucht. Das ist alles. Ah, na dann ist ja gut. Ich denke, das hier habt ihr euch für eure Hilfe verdient. Ich weiß, es ist nicht viel, aber dennoch, ihr solltet es haben. Jetzt entschuldigt mich. Es gibt eine Menge Dinge, die erledigt werden müssen. Eine ganze Menge. 390 in der Räder Groschen. Holy shit! Hast du noch was zum Klauen? Ja, ich habe nie genug, Freunde. Ich habe nie genug. Eine Truhe. Die kann ich aber nicht öffnen, weil sie gerade hinguckt. Wurstenbrot. Das ist ein... Nein, das ist nur eine Holzding ins Kirchens. Na gut. Damit hätten wir das geschafft und wir haben bestimmt noch die eine oder andere Quest. Natalia auf den Streit ansprechen werden wir jetzt tun. Aber erstmal gehen wir hoch.
Die hat hier doch bestimmt noch mehr zum Klauen, oder? Eine Geige. Oh. Ausstellungsbeschreibung. Betrachtet in diesem Raume die fabelhaften Werke, die von einem neremischen Wanderkünstler angefertigt und von Maximus Bananasplittos nach Enderel gebracht wurden. Maximus Bananasplittos. Ist das dein Ernst? Das stimmt mit dir nicht einmal. Das ist dasselbe nochmal. Das ist dasselbe nochmal. Ich habe so das Gefühl, dass die unbedingt wollten, dass die Spieler das hier lesen. Na gut, dann wird hier wohl nichts mehr sein. Dann ziehen wir nun von dannen und kümmern uns um die nächste Quest. Das heißt, wir müssen nach unten. Wir haben da sowieso noch eine Truhe zu öffnen, die wir hoffentlich eines Tages wiederfinden. Die Hauptkaverne. Wenn ich mich hier in Ark besser auskennen würde, hätte ich auch sofort den Wegweiser genommen. Aber ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, Leute. Nicht die geringste. Wer lebt denn da wieder? Hm? Scheiß drauf. Ganz einfach scheiß drauf. Einen Obolus. Der Herr wird es euch vergüten. Ach, du bist fast auf dich raufgetreten. Tut mir leid. Dann bin ich ja mal gespannt, in welche Quest wir dieses Mal stolpern werden. Jedoch muss ich euch leider gestehen, dass es heute schon fertig ist. Mehr gibt es heute nicht. Wir sehen uns morgen bei der nächsten Folge, wenn wir dann herausfinden, was dieser Streit zu bedeuten hat. Haut rein, euer Zero. Tschüss.